Ah, endlich. Das zweite Item, wofür wir überhaupt unterwegs sind. Ja, aber echt. Kelch des antiken Vermögens. Hurra! Also hier sagst du, fahr mal mit dem Schiff vorbei. Ja, genau. Dann lasse ich gleich meinen Scheiß hier. Achtung, Schießpulver. Ja. Ich schieße. Mach das. Jetzt. Aua. Klappt? Ja. Ich brenne nur ein bisschen. Zisch. Gut. Gut, dann gehe ich jetzt zum Schiff zurück. Ja, ich folge. Und fahr das Ding mal rüber. Gerade überlegt, zu zweit mal eine Galeone fahren, ey. Ja, funktioniert ja. Theoretisch, ja. Theoretisch. Hast du hier alles? Ich habe gerade Segel gesetzt, war ich wieder zu voreilig. Na, passt. Alles gut. Ach, Alter, was ist denn los? Sag mal. Keiner will mit uns spielen. Vielleicht ist der Loot noch am Dings an der Seite. Ja, ich mach. Was war das? Ich frag gar nicht mehr nach. Nee, warum das jetzt passiert? Ach, egal. Irgendein Bug wird schon sein. Ja, besonders, es ist gar kein Loch da. Echt? Oder? Ah, doch, hier, gut. Witzig. Okay. Das war oben, oder? Ja. Hä? Wo ist denn der Kelch? Ah, da ist er. Und daneben. Und daneben. Scheiße. Ich hab'n. Sag mal, Kätzchen, kannst du dich mal um die Truhe kümmern? Mhm. Jetzt haben wir schon zwei Kinder hier an Bord. Das ist auch eine Mörmel im Wasser, also eine steinerne. Boah, wie viel da am Strand steht. Ja, aber echt. Ja, ist so. Gut. Oh, jetzt reicht's. Ich schau mal kurz ins Wasser. Heul draußen weiter. Wie sind die Mermaid? Was ist das für eine? Ich sehe es nicht. Ja. So. Vorne eine Mermaid gehört. Ach, nee, das ist bei dir. Hä? Ah, und ich habe gesehen, Summit ist genauso wie ich. Summit ist ja der bekannteste oder der größte, den gucke ich aber generell nicht. Ich mag so große nicht. Mhm. Und der ist auch so ein, wie ich gesehen habe im Stream, wie er anfängt zu sortieren. Echt schlimm. Ich finde das super. Schlimm, wie gesagt, ist es, wenn man da... Man, keine Ahnung, naja. Ich mag das. Und er auch. Und wenn er das mag, hat er... Ist das so. Ja, du folgst deinen Wahnvorstellungen? Ja, anscheinend. Das ist... Gut. Süden. Vielleicht habe ich auch nur irgendein Hintergrundgeräusch gehört. User left your channel. hatte ich die nicht eben... Ich hatte... Achso, die hast du gerade geholt, weil ich hatte eine eben an Bord geholt. Echt? Eine Munitionskiste, ja. Dann ist es noch eine zweite. Okay. Cool. Das ist ja nice. So, dann, ja. Warte, ich stelle die nach oben hin. Ja. Oder? Ja, scheiß die Stelle mehr mit an. Ich finde sie nicht.
Es gibt wahrscheinlich gar keine. Ja, doch, bestimmt. Ja. Die Holzrömer vergessen. Zurück, zurück. Die hätte ich dann doch gerne. Ja. Oh Mann. Ich höre die ganze Zeit irgendein Geräusch. Ohne Scheiß. Ich jetzt aber auch, ja. Jetzt ist wieder weg. Ja, miau, genau. Miau hört's auch. Da vorne, ja. Da, ich höre es jetzt. Ja? Genau unter uns müsste das sein. Dann gucken wir mal gleich. Ich gehe jetzt ins Wasser. Das ist doch nicht möglich. Ich bin noch nicht bescheuert. Ach, da ist sie. Eine rote ist es. Okay. Ja, dann mache ich mich mal bereit. Dann noch, aber nochmal Essen habe ich nämlich gar nicht dabei, oder? Nee. Dann hol dir was zum Essen. Ich bleib mal hier. Ach so, Wahrscheinlich die Truhe. kommen die Haie gleich, aber egal. Die Truhe schmeiße ich auch nochmal runter. Genau. Danke, dass wir zurückgefahren sind, dass ich nochmal nachschauen konnte. Ich dachte schon, ich bin Ja. bekloppt. Ach so, Essen. Dafür bin ich hier. So. Was noch? Nix mehr. Ah, genau, das wollte ich machen. Die Katze läuft hier rum. Ich mag sie. So. Sehr nice. Okay, los geht's. Wie war das? Einer geht Nahkampf oder was? Und dann Ja, wechseln, ne? ich gehe gleich Nahkampf, dann kannst du Okay. drauf schießen. Okay, und los. Nicht Habe ich getroffen. getroffen? Nee. Was? Was? Ich habe so auf den Bauch gezielt, keine Ahnung. So, Munition ist leer, dann komme ich auch Okay, wieder, ja. sehr gut. Ich heile mich. Ja, genau. Und gleich Luft holen, glaube ich auch, ne? Ja. Sag, wenn du wieder da bist. Ich fange auch an Ja. zu. Ich sag, wann ich hoch muss. Jetzt. Fuck. Okay, jetzt. Was waren? Ich muss dir auch noch Luft holen. Und komm wieder. So, und jetzt halt drauf. Ist ganz einfach, wenn die so weit unten ist. Ja. Hast du was zu essen? Nee, nicht mehr. Passt. Ja, oh, wir haben es aber. Nicht mehr. Soll ich dir gerade was geben? Nö, passt schon. Ich habe noch Fleisch in meiner Skala, wie auch immer man das nennt. Gut. Jetzt könnte die Mermaid kommen, aber nein. Kann ich glaube einen Haufen Fleisch essen. Ah, das ist schon geil. Und schon wieder am Heulen, die Alte. Schon wieder. Oh Mann. Was ist geil? Dass wenn man jetzt Fleisch isst, dass man heute so ganz easy heilt. Ja. Du musst ja Jetzt bloß weißt du, dich warum ich zwingen, dass du nicht. kochst. Jetzt weißt du, warum ich nicht verkaufe. Ja, genau. Sühn. Naja, was heißt jetzt? Das wusste ich vorher auch schon, denke ich. Mein Kätzchen, guck, wie stolz es hier auf dem Schiff rumläuft. Das ist so geil. Das ist so cool. Ah, ich bin der Chef vom Schiff. Wieso stolziert? Wo ist es das? Wo ist sie denn? Ich Das sehe sie gar jetzt nicht. weiß ich es gerade nicht, aber. So, alles eingestellt. Jo. Das sieht doch gut aus. Tschüss! Ab noch Plunder, Plunder, Plunder. Das Schlimme ist, dass man nach den ganzen Stunden Spielzeit schon echt weiß,
Auf welche Seite man die Insel anfangen muss, zum Anlegen. Ja, genau. Weil man dann ganz genau weiß, wo man sich auf der Karte befindet. Und da weißt schon, ah ja, da muss ich jetzt dann da anlegen, weil der Steg ist da hinten. Das ist Nein. erschreckend irgendwie. Erschreckend. Ja, aber das ist mein erstes Spiel, was ich wirklich. Ich stelle alle gefüllten Kisten hier vorne hin. Ja, genau. Das ist. Ja, ich war halt so ein Gamehopper, ne? Bis auf Civilization vielleicht, das habe ich schon durchgespielt. Aber sonst war ich immer so jemand, der ständig die Spiele wechselt. So, und das tut schon gut, mal ein Spiel so lange zu spielen und dem treu zu bleiben. Ja, stimmt. Und die Ahnung dann auch zu haben. Wobei zu viel Ahnung. Deswegen, ich kann schon manche. Okay. Manche Streams kann ich halt nicht mehr gucken. Es gibt einen Streamer, weiß ich nicht, ob ich erzählt habe, der lässt sich halt nicht spoilern. Der macht den Stream an mit Update-Hype und hat aber keine Ahnung, was drin vorkommt. Und man darf auch nicht sagen. Ich finde, das ist eine ganz komische Art. Ich möchte doch mit meinem Streamer über das neue Update diskutieren können, mich freuen können. Ey, da wirst du behandelt, wenn du was sagst. Ey, bist du behindert, du hast mich gespoilert. Und dann, wenn er losstreamt, du weißt schon, ey, es gibt Emissaries jetzt, wie die funktionieren. Und der läuft da planlos rum. Also ich krieg da einen Hals. Ich krieg, weißt du, so planlos läuft er dann da rum. Das macht doch keinen Spaß, den dann zuzugucken, wie er alles entdeckt. Ganz im Gegenteil, es nervt dann einfach nur, Ja, weil stimmt. es war vorher im. Es ist ja kein Spoiler, denn es gab ja schon Trailer vorher. Ja, das ist jetzt auch kein Spoiler. Wenn jetzt die Story gespoilert wird, dass bei Ja. Zeman's Garn das und das passiert, ist ja was anderes. Nee, und dann sage ich halt, oh, ich freue mich voll, ich werde dann Händler sein als Botschafter. Und er so, oh, toll, danke schön. Und ich, hä? Wir hätten doch jetzt gerade darüber diskutieren können und du hättest jetzt auch sagen können, oh, ich werde dann das und das. Das ist doch viel geiler als hier. Ja, wir lassen Ja. uns alle mal überraschen. Wir haben alle keine Ahnung und bitte nicht über Spiel reden. Steht aber ganz groß im Stream Update-Hype. Aber bloß nicht drüber reden. Also, sorry, da rege ich mich auf schon wieder. So. Ach so, was geben wir jetzt eigentlich ab? Weil die Legi-Sachen nicht. Das sind die anderen Sachen jetzt. Nicht? Ah, okay. Ach so, weil wir noch leveln wollen bei Leggy? Ja, genau. Genau, die habe ich noch nicht eingepackt, ja. Ja, passt. Genau, was geben wir denn ab? So. Donnermadel, einen wunderschönen guten Morgen, grüß dich. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Bist du fit? Oh, und Dankeschön für den Resub. Willkommen im zweiten Monat. Freut mich sehr, danke. Sehr geil. So, was gebe ich hier noch ab? Das hier. Wir sind gerade voll dabei, dass Malachi Botschafter will bekommen, also Athena. Genau. Athena Botschafter will bekommen. Ich sage immer Leggy. Das ist Mit ganz, ganz zwei schlimm. Items. Mit zwei Items. Mit zwei Items. Hast du Oh jetzt ja. den roten bei Leggy abgegeben oder wo? Ah, das geht ja nicht, stimmt. Nee, nee. Ich habe jetzt bei Seelord. Ist ja eigentlich egal, ne? Ja, genau, ist eigentlich egal. Auch für dich meine ich jetzt. Ja. Sonst hätte ich jetzt drauf geachtet, aber. Außer Jäger, vielleicht können wir es bei Jäger abgeben. Ach so, ach ja. Jäger gibt es für mich irgendwie gar nicht. Unfassbar. Ah, die Heulkiste. Irgendwie verpeile ich das echt mit dem Jäger. Ja, das ist schon mittlerweile aus dem Fokus raus, gell? Früher Absolut, war Jäger absolut. die neue Fraktion. Und weil Ich habe Jäger mir halt mehr. einfach so, weil Jäger nie so wirklich gepusht wurde, du konntest nie so wirklich was Tolles damit anfangen. Das Ja, ist aus dem. Quests zum Beispiel, sammel das und das, ne? Ja, genau. Als Händler, da hatte jemand einen geilen Vorschlag im Forum. Bin ja da auch viel unterwegs. Als Händler, du könntest das viel abwechslungsreicher gestalten, indem zum Beispiel mal eine Quest kommt hier. Ein Geisterschiff ist mit folgender Ware unterwegs. Bitte besorg uns diese Ware. Sowas zum Beispiel, ja? Dass Ja. sich das Handel der Handelsbund losschickt, das Geisterschiff zu besiegen, damit du diese Ware dann abgibst. Das Da wäre gibt es, schon ey. geil. Da gibt es so viele geile Sachen und. Ja. Dieser Aber. Körperauftrag praktisch. Ja, genau.
Boah, oder Produktionsgebäude, das Port, Pirates of the Burning Sea hatte ich ja schon mal gesagt, kennst du nicht, gell? Nee, kenn ich nicht. Das war ein Piraten-MMO, da bist du auch mit deinem Schiff rumgefahren, konntest von Hafen zu Hafen fahren und da konntest du auch Produktionsgebäude errichten, die dann, während du offline warst, Tatsache Holz oder was auch immer produziert haben und du das dann, wenn du wieder online warst, halt auf dem Online-Markt verkauft hast. Das war ein lebendiges, richtig lebendiges Piratenspiel. Schön. Ja. Ja, ist aber schon geil. Aber das hat nie so wirklich gezündet, oder wie? Doch, das war sehr bekannt. Ich habe sogar mit der von GameStar, ja, die, wie heißt sie? Petra. Toll. Nee, wirst du? Petra Schmitz. Mit der habe ich in einer Gilde zusammengespielt, Tatsache. Cool. Wie hießen die? Bull. Irgendwas mit Bull. British Bulldogs, so hießen die, British Bulldogs, das ist wie der Dings, wie der Wrestler. Right. Ah, okay. Es gab einen Wrestler, der hieß nämlich British Bulldog. Cool. Bei der WWF. Wir waren da halt im Clan und ja, wir hatten unsere eigene Wirtschaft, wir hatten unsere eigenen Flotten, dann gibt's ja auch Port Battles gab's da, also dass du die Hafen einnehmen konntest von anderen Spielern. Und das hat richtig Laune gemacht, nur das war halt 2008, wo das Spiel rauskam. Und es ist halt schon eine Zeit, ne? Das sind ja jetzt 12 Jahre. Und dann hat es leider nicht so weiter funktioniert. Ne? Ja, genau. Ich lasse die Smaragde jetzt für dich extra doch noch hier. Hab ich jetzt. Danke. Nicht super. Können wir es beim Jäger abgeben? Super. Okay. Wir sind so doof. Wir haben die Flagge beim Schnitter nicht verkauft. Waren wir beim Schnitter, ne? Wo ist denn die Flagge? Die liegt auf dem Armaturen. Ah, stimmt. Auf dem Brett. Warum waren wir beim Schnitter eigentlich? Ach, wegen der Schnittertruhe, okay. Ja, genau, ganz vergessen. Scheiße. Ja, die sieht mir immer nicht gescheit, das ist blöde. Oh, die Katze. Das so, ist aber nicht so wichtig, weil was gibt's da? Gold? 750. Ja, Gold und dann halt das Ansehen auch. Es ist nicht so wichtig jetzt. Ja. Okay, also pass auf. Wir könnten die weitermachen. Es gibt noch 4 Quests. Achso, stimmt, wir müssen ja die Quest holen, sorry. Wenn du auf die Karte guckst, guck mal, die beiden Inseln, dann hätten wir die legendäre Quest geschafft. Oh, geil. Das müssen wir echt machen. Wobei ich mich gerade frage. Ah, okay, das ist eine Plan der Outpost, Tanja. Okay, das müssen wir dann machen. Sea of Seven. Und das Devil's Ridge. Devil's Ridge haben wir noch. Genau. 2 Devil's Ridge und 2 Thief Haven. Ah ja, genau, stimmt. Ja, dann machen wir das doch so. Ja? Ich gehe jetzt an Land, hole jetzt die ganzen Scheiß von der Martha. Tanja? Tanja Tavern. Okay. Irgendwie so. Das sind wir ja schon. Ach so, Martha. Ah, das ist in Devil's Ridge, verstehe. Genau. Tanja ist hier. Ne? Also wären das jetzt noch 5 Quests, die so verteilt sind überall, dann hätte ich auch gesagt, komm, machen wir jetzt direkt die. Aber wir haben nur noch 2 und würden dann die Truhe der Legenden kriegen. Ja. Aber sag, wie denkst du? Dann machen wir es lieber so. Das bringt uns, glaube ich, mehr. Okay. Wenn wir die Quests jetzt weitermachen. Ja. Und es sind echt bloß nur 2 Inseln, die eben die ganzen... Also wir haben jetzt 3 Quests noch offen, 2 Inseln. Das heißt, das ist ja recht kompakt. Was ist denn das, was du machen wolltest? Athenias Fahrt von Thief Seven war das, gell? Genau, das wäre das, wo man von Thief Seven zu Crux Hollow. Thief Seven, Snake Island. Thief Seven, weißt du, 5 Kapitel gibt's da und ja. Aber jetzt abbrechen wäre auch doof. Ja, klar, auf jeden Fall. Mir passt, ihr habt das mal gekauft. Ja, sehr cool. So, zur Vorsicht. Ich habe übrigens die Blitze. Ich habe dir doch mal erklärt, in der Mitte der Karte, ja, wo dieser See aus Seedocks Außenposten ist, ne? Ja. Dass da Blitze erscheinen, hat der Falcor gesagt, der Captain Falcor. Wenn ein Spieler spawnt. Ja, und stimmt, genau. Als wir das mal gesehen hatten, da war ein Sturm daneben und du hast dann immer gesagt, nee, das ist bestimmt der Sturm. Ich bin tatsächlich letzte Mal vorbeigefahren, kein Sturm weit und breit und ich habe es 3-mal blitzen sehen. Ach, krass. Genau drüber. Also scheint das wirklich zu stimmen. Ach krass. Okay. Wow. Kapitän? Nach Südosten? Mach mal. Ja, dann ist das praktisch die Spawn-Anzeige, dass jemand gespawnt ist. Boah, das sind über 200 Kugeln, ey. Boah. Jetzt?
Achso, jetzt haben wir gar nicht voll gemacht. Doch, ich habe mich voll gemacht. Passt. Hast du wenigstens eine Windel an? Ja. Die ist auch voll.